Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute geht's weiter mit der Karte. Ihr seht schon, ich habe hier das Faltbrett liegen, weil ja, man müsste das ja jetzt mal falten. Ich bin so gespannt, ob mir das hier auch alles wieder bricht oder ob ich es das hinkriege, dass das mal sinnvoll gefaltet wird. Deshalb habe ich gedacht, ich mache es wirklich mit dem Faltbrett und habe dann festgestellt, wenn ich das hier anlege, kann ich das genau auf dieser Linie hier so ein bisschen falten. Das ist denn da? Ah, da ist es mehr als 15, wa? Da muss ich jetzt noch mal kurz nachmessen. Wartet mal. Nicht, dass das naja doof aussieht. Naja, dann ist es ein bisschen mehr als 15. Aber ich glaube, das geht trotzdem. So, weil hier ist, wie gesagt, so ein bisschen dicke Papier. Ne? Hier ist der Briefumschlag und dann haben wir noch dieses Stück, dieses Endpapier und dann direkt das Umknicke. Also das ist nicht so gut. Mir fiel dann irgendwie heute noch ein, man hätte vielleicht auch diese Teil hier kürzer machen können. Also nicht 15, so wie ich es gemacht habe, sondern 14,5. Ja, und dann faltet man hier und dann hat man hier ein bisschen mehr Platz. Das wäre vielleicht ja nicht so verkehrt. So, also jetzt muss ich das erstmal eben mal, mache ich das so und dann drehe ich es auch nochmal um und knicke von der anderen Seite an. Mal sehen, wie das geht. Mal gucken. So. Ich bin mir immer unsicher. Jedes Mal passiert mir das, dass ich nicht weh. Oh. Ja, das ist ja wieder toll hier. Aber das ist ein Sitz für Mist. Ich krieg die Linie nicht hin. Was soll denn das? Oh Mann. Ach so, weil das da so dicker ist. Oh. Na toll. Ah, ich sehe schon. So, und? Wollen wir das mal versuchen und knicken? Oh. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Wie gesagt, die anderen sind alle gebrochen. Bei dem Album hatte ich das ja auch anders gemacht. Da habe ich sozusagen das vorher gefaltet und habe das auch gefaltet und so ringeklebt. Da ist das nicht so ganz so schlimm, aber wartet mal, das ist hier alles nicht so prickelnd, glaube ich. Oh. Ah, ich habe Angst. Gut, wenn es aufspringt, dann müssen wir vielleicht noch ein Washi-Tape rüberkleben. Das habe ich bei dem anderen auch schon gemacht, wo es dann zu doll ausgebrochen war. Ich habe eigentlich, wie gesagt, habe ich das nämlich schon mal gedreht hier. Und das sollte eine grüne sein und die war richtig böse. Ah, ich sehe schon, das wird hier alles nicht wahr. Ich habe Angst, Leute. Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, dass mir das hier volles Rohr bricht alles. Kann man das nochmal hier irgendwie nach? Richtig dolle. Gut, jetzt machen wir das einfach wahr. Wenn es jetzt bricht, dann bricht es. Da geht's schon los. Ja, das ist, ist halt schwierig. Du hast Holz. So, okay, jetzt innen wenigstens. Ja, innen geht's. So, und ihr seht schon wieder, wie das wegreißt hier. Richtig fett. Hier, guckt euch das an. Ach, eine super Faltkante, hä? Soll man das erstmal versuchen, damit das jetzt nicht ganz so doof aussieht, machen wir das erstmal so, aber das hilft nicht. Ich glaube, da muss man wirklich einen Washi noch rüberkleben. Davon lassen wir uns jetzt aber nicht davon abbringen, hier weiterzumachen. So, vom Prinzip her sieht das Ding jetzt also so aus. Wenn wir dann hier noch einen Washi draufkleben, das ist doch schick. Warum ist hier was weißes? Moment mal so. Gut, ja, das war ja jetzt die Karte. Und ich hatte hier innen drinne immer so ein. Ich sage ja Bellyband. Ich wusste ja nie, dass das Bellyband heißt. Früher sagte man das noch nicht bei uns. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Und das will ich jetzt aus dem Stück hier machen. Das reicht dieses, ne? Die Höhe. Die hier ist höher. Das brauche ich nicht. Also eigentlich geht das mit der Höhe. Und ich habe hier so einen Stanzer von Martha Stewart. Den finde ich total schön, weil der macht so ein Bellyband. Einfach mal so. Ich weiß richtig, ja. Wie machen wir das da? Wie weit stecken wir drinnen? Na, hier hätten wir jetzt noch ein bisschen Gold. Muss mal ein bisschen höher kommen, weil ich stelle mal fest, irgendwie bin ich immer nicht ganz im Bild, so, wenn ich die Videos angucke. Dann hätte ich jetzt hier ein bisschen Gold dran und hier hätten wir das auf der anderen Seite. Das ist eigentlich hier hupfgesprungen.
Eigentlich ist ideal. So, jetzt machen wir das mal. Das Einzige, was eben mal so ein bisschen schwierig ist, ist zu überlegen, bis wohin der jetzt hier eigentlich wirklich stanzt oder auch nicht. Also das ist immer ein bisschen doof. Oh, und ja, habe ich wieder geschafft, dass ich nicht am Ende bin. Oh, das ist echt, naja, nicht so einfach. Und dann legt man ja das hier genau drauf. Also muss ich auch so rumdrehen. Damit verwenden, dann müssen wir das ja ordentlich machen, ne? Also. So, und schön anlegen. Blub. So, das haben wir. Hier ist eine kleine Kante. Ja, ich wage das jetzt nicht, das nochmal zu stanzen. Das schneiden wir jetzt einfach ab, das kleine bisschen. Wer weiß, was da passiert, wenn ich das mache. So, jetzt hat man hier so ganz lustige kleine Krümel. Die müssen wir erstmal wegnehmen. So, und dann machen wir das so, dass wir das hier einfach nochmal richtig abschneiden an der Stelle. Und an der Stelle auch. So. Jetzt haben wir natürlich da auch wieder weiße Schnittkanten und die könnten wir hier wenigstens außen so ein bisschen noch rot machen. Innen drin schaffen wir natürlich nicht. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich. Aber so das ausrät. So, und dann müssen wir das einfach hier so hinkleben. Ach, ich hatte da so eine Frage. Wegen diesen Klebedingern hier, Stifte oder wie auch immer man die nennen soll, wo die her sind. Also, ich habe mir so eine fertige gekauft. Das heißt also, das ist zum Beispiel einer von Art by Marlene. So ein Sticky Multiglue heißt das Ding. Und wenn die alle sind, fülle ich die einfach nach. Entweder mit dem Action weißen Tacky Glue oder was auch immer. Halt, wie gesagt, ich kann nur nicht empfehlen, den Teddy-Bastelkleber darin zu machen. Also ich wasche die dann richtig aus, so wie der hier. Ne? Der geht jetzt zwar gerade wieder nicht auf, weil ich den anderen in der Hand habe. Oh, so, ne? Das macht man alles schön sauber hier, das Ganze. Und dann kann man da rinfüllen, was man will. Und hat hier diese Stifte. Das gibt auch bei VBS, glaube ich, sogar so ein Set mit dem VBS-Kleber und so einen Stiften hier dazu. Also kann man da sich besorgen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier ankleben. Aber erstmal muss ich die Karte mal hier so anlegen, dass ich daher irgendwie einen Punkt finde, wo ich es draufklebe. Nicht so weit rüber. Ja, vielleicht ein bisschen so. Nehmen wir mal den dicken Strich. So, und dann muss man hier einfach ein bisschen Kleber ran machen. Je nachdem, wie dick das ist, was ich da reinschieben will. Und ich mache mal jetzt so was hier. Ne? Dass immer so eine, so eine Schleife auf einer Seite voll ist und dann ist die andere bloß halb, die man darauf klebt. So, das Goldene wollte ich da haben und dann gucken wir mal, dass wir das hier so irgendwie hinkleben. Dann sieht so einigermaßen gerade. Schaffen wir das? Ja, sieht ganz gut aus, wa? So, und dann kann man da natürlich was runter packen. Unter diese Bellyband. Ja, toll. Habe ich wieder hier noch Kleber genommen. Ja. Aber das trocknet ja klar auf. So, haben wir erstmal das. Unsere tolle Klappe haben wir. Oh, die ist aber sehr starr, wirklich wahr. Oh, das kommt halt durch diese doppelte Papier. Was ich an der Stelle denn wo machen würde, Jana, wäre, wir runden erstmal hier die Ecken ab. Ah, das schafft er gerade noch so. Ist natürlich ganz schön viel Papier, was jetzt da ist. So. Okay, wieder so mal Fusseln auf den Tisch. So, und dann müssen wir auch wieder, wenn wir die Ecken abgerundet haben, dann das auch wieder rot machen, weil die sind ja jetzt auch weiß. So, so weit sind wir. Das müssen wir mal gucken hier, beobachten, nicht, dass ich das nachher zusammenklebe. Ja, dann hatte ich euch ja schon ein paar Sachen gezeigt gestern. Was ich so rausgesucht hatte. Unter anderem das hier für vorne. Und hier so einige andere Teile. Da müssen wir mal gucken. Also das würde dann sozusagen die Karte werden, die hier rinkommt. Eigentlich wäre es auch besser, wenn man die anrundet, ne? Oder abrundet die Ecken. Auch wenn das immer ein bisschen komisch aussieht. Weil ja das hier so, ja, der Rahmen so eckig ist, aber man kriegt eine Karte natürlich da viel besser rein. Wenn die so ein bisschen abgerundet ist. Und schon wieder müssen wir hier schon wieder die Ecken nachmachen. So,
Haben wir schon eine fertige Karte. Wenn die da schon so viel reinpacken, könnte man das mit Play nehmen. So, komm mal her hier. Dann haben wir hier schon mal eine Karte drin. So. Ja, weiter jetzt mit diesem Teil. Das hatte ich ja gesagt, würde ich gerne vorne Ruff haben. Und ich habe ja gesagt, ich hätte ja auch gerne einen Swirl. Ich habe ihn gefunden. Also, das hier ist so ein ganz alter Swirl von Bosscode, eine Stanze. Ich weiß ja nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Das waren so die ersten, die so Swirls gemacht haben in der Form irgendwie. Und den hatte ich schon Ewigkeiten nicht benutzt und dachte mir, das sieht ja nicht mal so schlecht aus, wenn man den da hinten klebt. Und dann machen wir das jetzt mal. Kleben wir also erstmal dieses Ding hier auf. Und dann diesen goldenen Swirl. Ja, das ist ja noch so eine andere Stanze. Ich hatte schon Angst, dass die das ja nicht schafft, diesen etwas dickere Goldpapier da durchzustanzen, aber ging denn doch. So. Komm mal her hier. Okay. So. Haben wir das? Hm? Und dann klebe ich jetzt noch den Swirl auf. Ja. Wie gesagt, das ist so das, ne, was sich total verändert hat, wenn ich mir überlege, wie teuer diese Stanzen waren. Da hat man aber wirklich Ewigkeiten überlegt, ob man sich jetzt so ein Ding kauft oder nicht. Und dann sollte das auch immer eine Stanze sein, die man wirklich oft genug einsetzt. Heute ist es ja vollkommen egal, für das bisschen Geld, was manchmal so eine Stanze kostet. Da ist es eigentlich vollkommen egal, wie oft man die einsetzt. Ja. Das hat sich schon ganz schön verändert. Wobei, ich habe gesehen hier, die Dinger kommen auch aus China oder kamen auch aus China. Also schon damals wurden Stanzen in China hergestellt. So. Ja, den wollte ich ruhig so ein bisschen darin ranken lassen. Und das eigentlich ganz schön fand, so als Verbindung. Ups, na, das habe ich mir selber hochgedrückt. Ja, so, dann habe ich das hier vorne drauf. Na, wir sind fest, das sieht so aus, ne? Hier noch ein bisschen drücken. Da, wo so der Übergang ist von dem einen Papier zum anderen. Gut, dann haben wir schon mal das. Ja, dann hatte ich ja die anderen Teile. Gucken wir mal, was wir damit machen. Also, hier ist so ein Tag. Da könnte man jetzt hier auch noch ein Band ranziehen. Und da könnte man hier so eine Tasche drauf machen. So, irgendwie einfach. Ich habe ja hier noch genug Papier. Ja, guck mal, das passt eigentlich gut raus, ne? Wenn wir da eine Tasche schneiden. Die Frage ist natürlich jetzt, ob man die so breit macht, dass man so umknickt. Also hier, ne, so. Könnte man machen, ne? Ich könnte die jetzt hier einfach mit noch ein bisschen mit dem Klebeband und dann bis wohin machen und so. Wir nehmen das und knicken das um. Ja, ich schneide das jetzt mal kurz ab hier. Und zwar hatte ich gedacht, wir schneiden das mal bis dahin ab. Und dann machen wir so 0,5 umknicken. Reicht ja auch. Und dann haben wir so eine kleine Tasche. So, Moment. Genau, 0,5 müsste eigentlich immer reichen, ne? Ich glaube, das ist besser, als wenn man die so direkt aufklebt. Oh, das ist aber... Oh, ganz schön wenig umgeknickt hier. Warte mal. So, dann müssen wir das hier nochmal wegschneiden. Zack. Und hier auch schon ein bisschen. Brauchen wir so einen Eingriff für diese Tasche da? Ja, wo könnten wir auch noch machen. Wenn wir gerade dabei sind,
Dann machen wir da ohne irgendwie so ein kleines Loch rein. Könnt ihr jetzt auch mal dieses Ding hier nehmen. Sieht ja eigentlich auch ganz schön aus, finde ich. Mal sehen, warte mal. So, da haben wir mal was anderes. Ja, dann kommt wieder das Lieblingsspiel hier so ein bisschen rot. Und wie kleben wir das auf? Mit Klebeband oder? Klebeband geht ja jetzt hier bloß so ein 3 mm Band drauf. Das andere geht ja gar nicht. Warte mal, ich habe ja hier so 3 mm Band, aber das ist immer so. Also das ist ganz besonders schlimm. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vorsicht, das ist jetzt laut, weil das klebt unheimlich an dieser Folie bei mir. Na? Und das klebt an sich selber fest hier. Ach, nee. Ja. So ist das mit so Klebeband. Aber das kriegen wir schon hin. Dann können wir da eine Tasche raufkleben und diese Tag da machen. Oh, komm her. Oh. Bei uns liegt übrigens immer noch Schnee, so richtig schön. Ich hatte schon Angst, dass das alles irgendwie matsch wird, aber nee, es ist kalt genug. Noch ist das alles sehr schön anzusehen. So, wo ist meine? Genau, hier, das brauchen wir noch. Das wird das hier irgendwie abkriegen, das Klebeband. Hops, na, komm her. Und ich glaube, ich werde hier auch nochmal an der Ecke ein bisschen mit dem Rot lang gehen. So, dann. Ach so, das ist ja doof. Ich muss ja erst ein Washi kleben. Ne? Genau, wenn ich hier die Ecke irgendwie überkleben will, mit irgendwas, muss ich das jetzt machen. Ja, ich suche mal erstmal jetzt ein Washi raus. So, jetzt habe ich hier also ein Washi noch rübergeklebt und die Tasche schon aufgeklebt und diesen kleinen Tag darin gemacht. Dann sind wir jetzt hier und ja, ich habe ja hier alles Mögliche. Das heißt also, diese Karte könnte man zum Beispiel hier runterschieben. So, diese Wunschliste finde ich gut. Hier habe ich sonst auch immer was hingeklebt, aber so die Wunschliste würde auch hier hinpassen, aber dann finde ich es ein bisschen schade, wenn man die nicht rausnehmen kann. Also vielleicht lassen wir das einfach mal so sein. Dann gibt es ja noch diese hier, das ist ja eigentlich wie so ein Geschenkanhänger. Die könnte man auch noch darunter stecken oder vielleicht auch hier. So, genau. Das hier Christmas Wishes würde ich unter darunter stecken und dieses Ding kann man ja eigentlich noch mit hier vorne drin stecken. So, dann haben wir schon die ganze Menge. Ne? Achso, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, ist, dass die Karte hier nicht zu weit runterrutscht, weil der ist natürlich hier noch offen, der Briefumschlag. So, jetzt sieht das Ding also so aus. Und wir haben ja hier noch nicht die Seite. Und das hat natürlich den Grund, habt ihr glaube ich bei dem anderen schon gesehen, dass ich da mal was drin gemacht habe, wie so ein kleines, ja, Journal kann man eigentlich nicht dazu sagen, sind ein paar Seiten. Da habe ich jetzt auch schon was vorbereitet. Ja, das liegt hier schon. Und zwar Transparentpapier. Das habe ich geschnitten 10 hoch und 12,5 ist das hier. Und ja, damit Transparentpapier, ne, durchsichtig. Und wenn ich jetzt da einfach so eine Seite reinpacke, hier mit so ein paar Zeilen, wo ich was draufschreiben kann, dann kann ich da durchgucken. Das ist ja eigentlich, finde ich, nicht so schön. Deshalb dachte ich mir, ich nehme einfach dieses Reststück hier, bitte. Was übrig geblieben ist von unserer Karte. Das ist natürlich jetzt nicht so hoch, aber das, denke ich, macht ohne aus. Das kommt jetzt da rein. Dann habe ich hier so eine Seite, wie gesagt, aus dem Schreibheft oder was. Und hier habe ich noch was vorbereitet. Das hatte Heike ja gezeigt von Holla die Waldfee. So Buchseite verändern. Ich fand ja Buchseiten in den Dingern immer irgendwie fürchterlich. Und jetzt dachte ich, das ist eigentlich cool. Da ist schon ein bisschen Gesso drauf und ihr seht, ich musste die auch nochmal mit einem Washi-Tape verstärken, weil sobald ich die gefaltet habe, in der Mitte ist die einfach mal auch fast gebrochen. So, das nähen wir dann gleich halt ein, aber ich möchte hier
noch ein bisschen was machen auf dieser Seite, vielleicht auf dieser anderen da auch. Mal gucken. Und zwar habe ich mir rausgesucht hier so einen Stern. Und den würde ich gerne in Rot machen. Und dann halt noch diese Sterne hier. Sind halt wieder Stempel von Flamingo. Gibt es nicht mehr. Tut mir leid. Und dann halt mir als Stempelkissen. Also am liebsten würde ich ja Gold machen. Aber ich habe Angst, dass Gold nicht wirklich funktioniert. Und das ist ein Lightning Black. Das ist schwarz, was ein bisschen Gold schimmert. Was eigentlich immer ganz schön aussieht. Gucken wir mal, ob das hier was wird. So wie ich mir das gedacht habe. Wenn man jetzt hier einfach so einen Stern hinknallt. So. Hier ist ja nicht mal so schlecht. Den können wir jetzt überall mal hinstempeln. Ein bisschen schräg vielleicht. So. Ja, hier ist so, wie gesagt, ein bisschen Gesso drauf. Vielleicht ein bisschen wenig. Ich weiß es noch nicht. Da muss man immer ein bisschen gucken. Mit Gesso ist ja immer jedes Mal so unterschiedlich. Nicht jedes ist gleich. So. Da machen wir jetzt überall so einen Stern hin einfach. Und ja, und wie gesagt, hoffe ich jetzt, dass das eigentlich gut aussehen müsste. Diese Sterne hier mit dem Lightning Black. Halt einfach auch so schimmert. Könnte jetzt natürlich sein, was hier auch passiert. Auf dem Gesso, das Gesso schluckt sowas. Naja, egal, aber sieht trotzdem nicht schlecht aus, finde ich. So. Heißt, da haben wir so ein bisschen was Weihnachtliches einfach drauf. So. Gut ist. Genau, ist ja nicht mal schlecht. Gefällt mir. Soll ja nur so ein bisschen am Rand sein. Ne? So, und hier machen wir das auch so. Und eigentlich könnte man das auf dieser Schreibseite auch machen, finde ich. Dann hätte das so ein bisschen zusammenhängen. Erst hatte ich eigentlich gedacht, ich embosse das so mit Gold. Aber das war mir jetzt auch nicht so richtig. So. Ja, ist ja nicht schlecht. So, gucken wir mal hier. Auf der Seite könnte man das jetzt auch machen, aber ohne den roten Stern. Machen wir einfach so die Seiten hier. Einfach so ein bisschen so was hier. So, und vielleicht auch nur vorne und hinten, ne? In der Mitte lassen wir es nur. Muss ja nicht überall sein. Damit man da auch wirklich was drauf schreiben kann. So. Genau. Ja. So, und ich weiß nicht, ihr seht die bestimmt jetzt hier, ne? Hier ist richtig Schimmer drauf. Also das sieht schon gut aus. Hier sind Stempelkissen. Ein bisschen Schimmer könnte hier auch drauf sein. Mal gucken. Kann ich mal gleich sehen. Naja, doch, auf diesem Papier jetzt ein bisschen. So, also haben wir jetzt so ein bisschen Schreibseite. Wir haben hier so eine Buchseite. Dann haben wir diese hier. Und da habe ich jetzt gedacht, da könnten noch diese zwei Weihnachtssprüche drauf, die ich habe. Da muss ich jetzt wieder, Moment, die muss ich erstmal ein bisschen ausrichten hier. Hier ist ja, ich habe ja eben so einen Block, da ist hier so ein Strich. Dann kann man, weil man ja Gummi ist immer ein bisschen schwierig. Gerade stempeln kann, wenn man die nicht sehen kann, die Sprüche. So, und dann stempeln wir den da auch noch ruf. Und achso, wir könnten da auch noch ein paar Sterne ruf machen. Da ist, oh toll, jetzt habe ich wieder so was gemacht, was man nicht machen sollte. Nämlich das viel zu weit drin gedrückt. Und jetzt halt hier so richtig Matsch dran. Also das geht natürlich nicht. Müssen wir nochmal ein bisschen abwischen hier. So geht's nicht. Ja, so stempelt man nicht. Sonst hat man da wunderbare Abdrücke überall, die man ja nicht haben will. Also nur ganz vorsichtig. Der ist auch nicht so schön geschnitten. Im Normalfall schneide ich die viel dichter. Dann hat man nicht so viele Probleme. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass es das eigentlich dann gerade kommt hier. So. Und vor allem, dass es das auch ein guter Abdruck wird. Mal sehen. Das wäre jetzt doof. Ah, gut. Sieht gut aus, oder? Passt. Also da steht frohe Weihnachten und mögen im neuen Jahr alle Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. So, und dann haben wir noch eins. Das ist aber flurig. Oh, das ist jetzt schwierig. Wie rum ist denn der? Oh ja, der ist ein bisschen sehr schnörkelig. Ich glaube, das ist auch so fast so ähnlich, aber den machen wir da trotzdem noch auf. So, halt jetzt den wenigstens richtig gemacht hier. Ah, das geht.
So, okay. Machen wir den hinten auch noch auf hier. So, möge etwas vom Zauber des Weihnachtsabends dich das ganze nächste Jahr begleiten. Ja, der ist auch sehr schön. So. Machen wir da jetzt ohne Sterne rundherum an. Mal gucken, wie das aussieht. Wartet mal. Gut, das sehe ich jetzt hier ein bisschen durch, aber es ist ja nicht selber geschrieben. Insofern ist es ganz okay, finde ich. Machen wir das wahr. Wir machen da jetzt noch Sterne rundherum. Bin gerade dabei. Machen wir da Sterne. So, gucken wir mal. Genau. Ist ja nicht so schlecht, oder? Der ist so schön, der Stempel. Ich glaube, den benutze ich auch für jedes Jahr für sowas. Weil man den einfach irgendwo hinstempeln kann, seht ihr ja, ne? Da. Hier ist ein bisschen matter jetzt, aber ist okay. So, dann hätte ich natürlich nochmal was dran machen müssen. So. Gut. Dann kann man durch das Transparentpapier eben doch was sehen. Aber eben nicht was selber geschrieben hat, sondern das hier. So. Ja, finde ich jetzt ganz gut. Jetzt muss man das Ganze noch irgendwie zusammenzimmern, wa? Alles ineinander. Warte mal, ich muss hier mal kurz ein bisschen alles wieder wegräumen, was ich hier so hingeschmissen habe. Das auch. Ja, und zwar pieken und so weiter alles müssen wir jetzt und annähen. Ich habe mir jetzt hier so ein Stück Pappe gemacht und da sind auch schon so ein paar Striche drauf. Hier habe ich die schon gekennzeichnet. Ich steche ja manche Sachen alleine. Also die, die kleiner sind, mache ich meistens so, dass ich die alleine steche. Bei dem hier gucken wir mal. Ist da oben oder unten? Machen wir so. Und das hier. Machen wir so rum, wa? So, das müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie zusammen richtig haben. Passt das? Ja. So. Na komm schon. So, dann müssen wir jetzt noch mal die Mitte gucken. Ach, das habe ich mir jetzt nicht angekennzeichnet, siehst du, welcher Abstand da ist. Könnte jetzt natürlich ein bisschen schief gehen, ne? Aber, okay, ich glaube, ich müsste so passen. Das hier. Und da und da. So. Passt. Und jetzt brauchen wir noch die Karte. Dann nehmen wir jetzt mal das hier alles wieder raus. Das ist sonst alles im Weg. Und die... Ach, da habe ich das auch nicht. Na gut, dann machen wir das nochmal anders. Da werden wir uns jetzt nochmal die Mitte erstmal eben mal so stechen und dann das andere anlegen. Also 11, das ist 5,5. Das ist ungefähr da. Zack. Und dann können wir das hier nochmal ranlegen und immer da stechen. Und immer da. So. So. Ich habe gerade gesehen, ich habe den Stempel ja nicht abgewischt. Das geht natürlich ja nicht. Entschuldigt, aber das muss bei mir immer sein. Bei mir gibt es immer. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein ordentlicher Mensch, aber bestimmte Sachen müssen so sein. Sonst kann man nicht umgehen. So, jetzt geht's los. Also, wir haben das und dieses legen wir da drin. Und jetzt habe ich mir schon so eine Nadel. Ah, siehst du, ich weiß, was ich jetzt vergessen habe. Ich habe noch nicht rausgesucht, was ich darin hänge. Ah, bin ich doch wieder nicht fertig gewesen mit raussuchen. Also, jetzt machen wir das erstmal so. Und machen hier so einfach einen Dreilochstich irgendwie. Ihr seht schon, ne? Ich mache das immer so. Ich zähle da die alle so zusammen irgendwie. So, dann. Ja, das ist jetzt der Grund, warum ich dieses äußere Teil da noch nicht ran gemacht habe, weil ich das nicht so schön fand, als der Faden da draußen zu sehen war. Das hatte ich nämlich eben auch schon. Und das hat mir nicht gefallen. So, mal gucken hier. Dass wir hier durch alle durchgehen. Na komm schon.
So. Wo ist denn das hier eigentlich? Da sind so viele Löcher drin in dieser Buchseite. Nicht in der Buchseite, in dem anderen Ding. Hä? Komm mal her, wo bist du? Hier. Okay. So, komm her hier. Oh. Will das heute nicht funktionieren oder was hier? Okay, so. Da. Hier. Nee, das stimmt nicht, das Loch war. Das war das Loch. Ja, sag ich ja, da sind zu viele Löcher drin. Noch von dem, wo es herkommt. So, da. Und jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege, dass ich da die Mitte treffe und dann da auch ordentlich durchkomme. Durch alles. Das wäre auch schön. So, mal gucken. Sind ja bloß so ein paar Blätter, das wird schon irgendwie funktionieren, oder? Schaffen wir das? Nee, schaffen wir nicht. Doch, hier. Oh, sie ist da. Schön. Hat funktioniert. So. Ja, also wie gesagt, ich habe noch nichts zum drin hängen. Ich habe irgendwie so Schneeflocken oder sowas. Die finde ich eigentlich sehr schön. Aber Sterne hier natürlich auch, ne? Alles, was so weihnachtlich ist. So, haben wir das fest genug? Ja, ist fest genug. Naja, das hänge ich dann hinterher noch hin, wa? Ist ja kein Problem. So. Okay. Lassen wir das erstmal so hängen. So, dann haben wir jetzt hier also so was. Was da drin sitzt. Und das hier. Und dann klappen wir das eben mal kurz zu und dann gucken wir uns das mal an. Ist das okay? Ja. Und jetzt kann man nämlich diese Teile da oben raufkleben. Was ich dann, wie gesagt, an der Stelle viel schöner finde, wenn das hier so außen drauf ist und das abdeckt. Das Genähte. So schön finde ich, fand ich es halt nicht, wenn man das sieht. So. Ja, dann ist jetzt meine Karte fertig. Ich glaube, das ist ziemlich lang geworden heute. Irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich mich ein bisschen vertrödelt oder so? Ich weiß auch nicht. Manchmal ist das so. Also, kleben wir das hier noch auf. Ja, heute war ja das Video von Gudrun zu sehen. Die Sterne, die sie gemacht hat, fand ich ganz toll. Ich habe mir das vorhin mit angeguckt. Also sonst bin ich ja immer um die Zeit endlich noch ja nicht zu Hause. Aber heute hatte ich ein bisschen früher frei und konnte mir das eben schon angucken. So. Gut. Klebt das jetzt gut hier? Mal nochmal den drücken. So. Das muss jetzt erstmal hier richtig festkleben. So, ansonsten packen wir das dann alles wieder rein. Also hier kommt die Karte drin ganz hinten. Und dann haben wir hier diese diverse Teile. Ja, hatte ich ja das drin gemacht. Finde ich eigentlich sehr schön. Man könnte die jetzt auch anrunden, also abrunden, die Ecken, aber muss glaube ich auch nicht sein. So, hier ist noch ein Tag drin und vielleicht dieser Spruch. Der ist auch irgendwie sehr lustig. Und dann kann man hier die Wishlist darin machen und Christmas Wishes noch. Und diese Teil war übrig. So, ja. Wie gesagt, bis auf das Gebammel. Das hole ich jetzt auch noch. So, da habe ich noch so eine goldene Schneeflocke hier gefunden. Und dann können wir die da auch noch hinhängen. Und dann ist es nämlich wirklich fertig. Die Zeit muss jetzt noch sein, oder? So, ich mache ja das immer so, dass ich erstmal nochmal zwei Knoten mache, damit es ein bisschen Abstand hat und nicht gleich da in der Mitte da hängt. So, komm her. Dann kann man die Schneeflocke darin hängen. Ja, und dann ist die Karte fertig und dann bin ich ja gespannt, wenn Gudrun dann auslost, wer diese Karte dann letztendlich bekommt. Und ich hoffe, die gefällt natürlich dann auch. Das wäre natürlich sehr schön. So. Haben wir das auch? Ja, ich würde sagen, jetzt ist sie fertig.
Klebt alles? Ja. Sehr hübsch geworden. Das klebt jetzt richtig fest hier. Wartet mal. Das müsste man vielleicht noch mal kurz, weil jetzt fällt alles raus, ist klar. Noch mal kurz rüber gehen hier. So, ja, das passiert dann immer. Mit so einem Taschen ist natürlich immer so ein bisschen, ne, das fällt ein bisschen mehr raus alles, aber ich glaube, sonst hält das nicht. So, also das kann man jetzt machen, wie man will. Ne? Entweder man macht hier die Klappe, was ich glaube ich besser finde, und dann das und das, oder andersrum. So, jetzt ist also meine Karte fertig. The best time of the year, hoffe ich doch. So, jetzt ist schon bald wieder Wochenende. Ich hoffe eigentlich, dass ich diesmal auch ein bisschen was machen kann. Mal gucken. Morgen fängt auch Dezember an. Ich habe überhaupt noch nichts vorbereitet und habe auch noch keine Idee. Ich weiß auch ja nicht, ob ich das wirklich alles mitmache. Mal gucken. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren ersten Advent. Der ist, glaube ich, am Sonntag. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.